Ich bin nicht ganz fertig geworden in der letzten Vorlesung, weil ich so viel Zeit mit den Details von dieser konjunktiven Normalform verbracht habe. Lassen Sie mich den Faden wieder aufgreifen von der letzten Vorlesung. Das war die letzte Slide, die ich Ihnen quasi inhaltlich gezeigt habe. Wir möchten weiter charakterisieren, inwiefern, was wir aussagen können über diesen Raum NP, die Klasse aller Probleme, die in polynomieller Zeit von einer deterministischen Turing-Maschine verifiziert werden können, aber entschieden lediglich, zumindest soweit wir wissen, von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine. Um solche Räume von die Klassen von Problemen zu charakterisieren, kennen wir schon ein Werkzeug aus der Berechenbarkeitstheorie, nämlich die Abbildungsreduktion. Wenn wir ein Problem durch die Berechnung einer Turing-Maschine auf ein anderes Problem abbilden können, also so, dass die Entscheidung des ersten Problems übertragen wird auf die Entscheidung in einem anderen Problem, dann können wir diese Abbildungsreduktion benutzen, um Aussagen über Schwierigkeit von Problemen zu treffen. Wenn nämlich die linke Seite auf die rechte Seite abgebildet werden kann, dann heißt das, dass die rechte Seite mindestens so schwer ist wie die linke Seite oder umgekehrt die linke Seite höchstens so schwer wie die rechte Seite. Für die Komplexität benutzen wir das gleiche Konzept, aber mit einem etwas präziseren Formulierung, nämlich der sogenannten Polynomialzeitreduktion, wo wir auch so eine Funktion konstruieren, aber jetzt verlangen wir, dass diese Abbildung nicht nur von einer Turing-Maschine berechenbar ist, sondern in polynomieller Zeit berechenbar ist. Und ich habe schon ein bisschen gesagt, warum wir das gerne hätten. Jetzt können wir direkt weitermachen hier mit den Slides, die ich am Dienstag nicht mehr ganz geschafft habe. Warum ist so eine Polynomialzeitreduktion hilfreich? Na, zum einen, weil sie transitiv ist. Also wenn wir drei Probleme haben und wissen, dass das eine erste auf das zweite, a auf b reduzierbar ist und b auf c, dann ist auch a in polynomieller Zeit auf c reduzierbar. Warum? Weil die Verkettung von zwei polynomiellen Funktionen wieder eine polynomielle Funktion ist. Ja, wir könnten die beiden Turing-Maschinen hintereinander schalten, dann läuft die erste Maschine, die von a auf b abbildet, in polynomieller Zeit, dann ist sie fertig, dann läuft die zweite von b nach c, auch in polynomieller Zeit, und zweimal polynomielle Zeit ist immer noch polynomielle Zeit, weil die Konstante rausfliegt. Insbesondere heißt das auch, dass wir, wenn wir ein Problem finden auf der rechten Seite, von dem wir zeigen können, dass wir einen Algorithmus finden, der in polynomieller Zeit läuft, und dann auch wissen, dass die linke Seite auch in polynomieller Zeit lösbar ist. Nämlich wie? Ja, hier steht im Prinzip der Beweis, ich kann ihn aber auch ohne ihn direkt vorzulesen, einmal kurz formulieren. Im Prinzip beruht das alles auf der Beobachtung, dass ein Polynom von einem Polynom immer noch ein Polynom ist. Ja, a hoch x hoch a hoch b ist x hoch a mal b, also immer noch ein Polynom. Und deswegen können wir, wenn wir ein Problem in a haben, das erst durch die Polynomialzeitreduktion auf b reduzieren, dann die Berechnung in b durchführen, die polynomiell lange dauert. Das heißt, der ganze Prozess dauert wieder nur polynomielle Zeit und danach wissen wir, wie wir a in polynomieller Zeit entscheiden. Das bedeutet, dass wenn wir eine rechte Seite finden, die wir in polynomieller Zeit lösen können und dann ganz viele verschiedene linke Seiten haben, die wir alle darauf reduzieren können, dann haben wir allgemein polynomielle Algorithmen gefunden für eine größere Klasse an Problemen. Das heißt, diese Reduktion können wir zunächst mal benutzen, um eine große Klasse an leichten Problemen zusammenzufassen durch so Superprobleme, auf die sie sich alle reduzieren lassen. Das ist der erste Punkt auf dieser Slide. Also, wenn wir ein Problem in P haben und dann ganz viele andere Probleme, Beispiele, die man auf dieses Problem reduzieren kann, dann haben wir damit so quasi indirekt Polynomialzeitalgorithmen gefunden. Und im Prinzip ist das genau das, was wir, ist das die theoretische Formulierung dessen, was Sie im Software Design als Libraries kennen. Ja? Also Standardimplementierungen von Lösungen von Problemklassen, wenn Sie irgendwie Ihr konkretes persönliches Problem darstellen können als eine Instanz von einem bestimmten algorithmischen Problem, dann können Sie Ihre Library aufrufen, die diese Art von Problem löst und dann einfach laufen lassen. Das klassische Beispiel ist lineare Algebra. Wenn Ihnen gelingt, Ihr Problem auf irgendwas mit Matrizen zu reduzieren,
dann brauchen Sie danach nur noch sowas wie, naja, Singulärwertzerlegungen, Eigenwertzerlegungen, Matrixinversionen und so weiter. Und die gibt es halt alle schon als Algorithmen implementiert. Die Übersetzung von Ihrem Problem in eine Matrix ist vielleicht was, was Sie in polynomieller Zeit hinkriegen, also durch eine Konstruktion von einer Matrix. Und danach rufen Sie die Library auf und die macht dann die Aufgabe für Sie. Wir würden aber gerne auch was andersrum machen. Wir möchten ja verstehen, inwiefern NP gefühlt schwieriger ist als P. Wir haben leider keinen Beweis dafür, dass P ungleich NP ist. Wir möchten aber gerne das darüber sagen können, dass NP irgendwie sehr schwierige Probleme enthält. Sehr schwere Probleme. In der Berechenbarkeitstheorie haben wir so eine Situation schon mal gehabt. Da hatten wir analog die beiden Berechenbarkeitsklassen RE und R. Die rekursiven Probleme R und die rekursiv aufzählbaren Probleme RE. Und dann wollten wir sowas sagen, wie es gibt Probleme, die sind zwar rekursiv aufzählbar, aber nicht rekursiv. Ein Beispiel dafür war das Halteproblem. Und da haben wir auch Abbildungsreduktionen benutzt, aber umgekehrt. Wir haben erst ein Problem gefunden, nämlich das Halteproblem, das in RE ohne R war, das also rekursiv aufzählbar war, aber nicht rekursiv. Und dann haben wir lauter andere Probleme gefunden, so dass wir das Halteproblem auf diese anderen Probleme abbilden konnten. Dass also das Halteproblem links stand und die anderen Probleme rechts. Und dann konnten wir sagen, weil diese anderen Probleme alle die Eigenschaft haben, dass das Halteproblem auf sie reduzierbar ist und wir wissen, dass das Halteproblem nicht entscheidbar ist, sind all diese anderen Probleme auch nicht entscheidbar. So etwas Ähnliches würden wir hier gerne machen. Wir würden gerne sagen, da links ist ein Problem, das liegt in NP ohne P und deswegen sind all die anderen Probleme, auf die wir es reduzieren können, auch in NP ohne P. Aber wir wissen ja schon, dass wir keinen Beweis kennen für P ungleich NP. Wenn wir so ein Problem finden würden, hätten wir ja diesen Beweis geliefert. Wir hätten damit ja gezeigt, dass es ein Problem gibt, das außerhalb von P liegt, aber in NP. Damit sind sie strikt ungleich. Haben wir aber nicht. Kurz zur Erinnerung, wie haben wir das gemacht bei der Berechenbarkeitstheorie? Diagonalisierung. Ja, die Herausforderung für das Halteproblem war, dass wir da noch keine Reduktion hatten. Wir müssen ja irgendwo die Reduktion anfangen. Und das heißt, wir haben dieses eine Problem gefunden, das Halteproblem, oder zwar dieses allgemeine Halteproblem, ATM, ja, diese Sprache von Turing-Maschinen, die eine bestimmte Eingabe die auf einer bestimmten Eingabe halten. So. Und die zu zeigen, dass diese Sprache nicht in R, also nicht in den rekursiven Sprachen liegt, haben wir einen Diagonalisierungsbeweis gemacht. Und diese Tabelle aufgemacht, mit aufgezählt alle Turing-Maschinen und dann darüber alle Eingaben und dann über die Diagonale drüber gegangen und die Einträge auf der Diagonalen umgedreht und so weiter. Vorletzte Vorlesung haben wir gesehen, dass dieser Beweis für P und NP nicht funktioniert, wegen diesem Problem mit diesen Orakeln, dass die Beschreibung von Turing-Maschinen, die Tatsache, dass sie aufzählbar sind, noch nicht ausreicht, um diese Polynomialzeit-Problematik zu lösen. Das heißt, das hier können wir heute nicht machen und deswegen bedient man sich in der Komplexitätstheorie eines anderen Ergebnisses, das wir heute herleiten werden. Nämlich, es fällt sich raus, oder man kann sich ja fragen, wenn wir schon nicht zeigen können, dass es Probleme gibt, die zwar in NP sind, aber nicht in P, was sind denn die schwersten Probleme in NP? Und eine Art, schwerst zu definieren, ist zu sagen, wir suchen nach Problemen, sodass alle anderen Probleme in NP auf diese Probleme reduzierbar sind. Wir werden solche Probleme NP schwer oder auch NP hart nennen. Hier gibt es immer so ein bisschen Diskussion darüber, ob man die schwer oder hart nennen sollte. Da haben auch mit den TutorInnen schon drüber gesprochen. Auf Englisch heißen die einfach NP hard und dann ist es klar. Aber auf Deutsch ist das hart ja so ein bisschen doppelt, also andersrum. Das ist keine injektive Abbildung von Englisch nach Deutsch. Wir können entweder schwer oder hart sagen. Idealerweise, glaube ich, ist das bessere Wort auf Deutsch ist NP schwer. Aber weil es auf Englisch hard heißt, sagen trotzdem ganz viele Leute NP hard in der Informatik. Also nehmen wir halt beide. Wir werden eine Sprache NP schwer oder auch NP hard nennen, falls für alle anderen Sprachen oder eigentlich alle Sprachen in NP gilt, dass diese Sprachen in polynomieller Zeit auf sie reduzierbar sind. Damit haben wir noch nicht gesagt, dass diese Sprache selber in NP liegt. Wir haben nur gesagt, hier ist eine Sprache, sodass die ganze Klasse NP
abbildbar ist auf diese Sprache. Dann nennen wir sie NP schwer. Und wenn wir jetzt zusätzlich auch noch wissen, dass die Sprache selber in NP liegt, dann nennen wir sie NP vollständig. Das heißt, Vollständigkeit ist ein reicherer Begriff als NP schwer zu sein. Einer, der noch mehr aussagt. Er sagt nämlich zusätzlich, dass die Sprache auch in NP liegt. Kurze Erinnerung für Sie, auch wenn Sie Übungsaufgaben bearbeiten. Wie zeigt man, dass eine Sprache in NP liegt? Inzwischen können das wahrscheinlich die meisten schon rausrufen. Sie schreiben eine nicht-deterministische Turing-Maschine auf, die sie löst. Das wäre eine in polynomialer Zeit. Ja, das wäre eine konstruktive Lösung. Die einfachere, typischerweise. Genau. Das Stichwort ist Zertifikat. Also wenn Sie, das ist typischerweise die einfachere Art, das Ganze zu rechnen. Sie zeigen, dass es eine deterministische Turing-Maschine gibt, der man ein Zertifikat geben kann, sodass sie in polynomialer Zeit das Zertifikat verifizieren kann. Genau diesen Pfad werden wir übrigens heute auch wählen. So, das heißt, wenn wir zeigen wollen, dass ein Problem NP vollständig ist, dann zeigen wir zunächst, dass es in NP liegt, wir zeigen, dass es in polynomialer Zeit verifizierbar ist und dann kommt die schwere Aufgabe, wir zeigen, dass alle anderen Probleme in NP abbildbar sind auf dieses Problem, in polynomialer Zeit. So, das klingt nach einer ganz schönen Aufgabe und in der Tat ist es auch eine ganz schöne Aufgabe, deswegen ist das nicht so was, was man mal kurz so in irgendwie 15 Minuten auf dem Übungsblatt oder in der Klausur macht, sondern das ist das zentrale Theorem der Komplexitätstheorie aus dem letzten halben Jahrhundert, ist ein solches Problem zu finden, das NP vollständig ist. Und wenn man dieses eine Problem gefunden hat, dann kann man danach wieder Abbildungsreduktionen, Polynomialzeitreduktionen benutzen, um sich das Leben einfach zu machen. Wenn man ein so ein Problem gefunden hat, dann kann man andere Probleme finden, sodass wir dieses erste Ankerproblem abbilden können auf die anderen in polynomialer Zeit und dann wissen wir, dass diese ganzen anderen auch alle NP vollständig sind. Diesen zweiten Teil wird der Alfredo Cantarella nächsten Dienstag machen. Mit lauter Beispielen, die alle ganz greifbar sind. Denn was da nämlich gilt ist, wenn wir eine Sprache finden, die NP vollständig ist, NP complete heißt diese Klasse, NPC, und außerdem diese Sprache, wenn wir dann zeigen könnten, dass wir für diese eine Sprache einen Algorithmus finden, der polynomiale Laufzeit hat, dann hätten wir gezeigt, dass P gleich NP ist. Warum? Weil wir könnten, ja, da steht es im Prinzip, ja? Dann könnten wir nämlich alle Probleme in NP nehmen, sie in polynomialer Zeit reduzieren auf dieses Problem, das NP vollständig ist, dann dieses Problem in polynomialer Zeit lösen, damit hätten wir insgesamt einen polynomialen Algorithmus für alle Probleme in NP, also fertig. Haben wir natürlich nicht, aber ist gut zu wissen. Wir fühlen uns quasi sehr nah dran an diesem, da müssten wir nur noch diesen einen Algorithmus finden. Oder umgekehrt, falls wir zeigen könnten, dass wir für so ein Problem keinen Algorithmus in polynomialer Zeit finden können, dann fundamental, dass es den nicht gibt, dann hätten wir auch gezeigt, dass P ungleich NP ist. Genau genommen können wir sogar zeigen, dass falls P ungleich NP ist, dann muss es mindestens ein Problem geben, das NP vollständig ist, aber nicht in P liegt. Ja, denn wenn es nicht so wäre, dann würde ja genau das hier gelten. Das hier ist die offensichtliche Eigenschaft. Ja, das ist das, was wir danach dann benutzen werden, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Okay, habe ich abgedeckt. Das heißt, jetzt haben wir unsere Struktur gebaut. Wir wissen jetzt, was NP vollständig ist. Wir nennen diese Klasse an NP-vollständigen Sprachen NPC, NP-complete. Ja, non-deterministically polynomial time complete. Und wir wissen, dass wir diese Struktur benutzen könnten, um lauter interessante Probleme zu identifizieren, die besonders schwer in NP sind. Die uns also einen Zugriff erlauben, eine gute, konkrete Vorstellung dafür, inwiefern NP eigentlich vielleicht schwerer ist als die Probleme in P. Probleme enthält, die schwerer sind als Probleme in P. Wir haben jetzt nur noch nicht ein erstes solches Problem. Wir brauchen noch den Beweis dafür, dass es ein solches Problem gibt, sodass alle Sprachen in NP auf dieses Problem reduzierbar sind.
Und dieses sehr zentrale Ergebnis stammt von diesen beiden Herrschaften. Stephen Cook, amerikanischer Mathematiker, Informatiker, und Leonid Levin aus der damaligen Sowjetunion. Beide Personen sind noch am Leben. Schauen wir mal wieder nach, aber im Moment sind sie laut Wikipedia beide noch unter uns. 1939, 1948 geboren. Die beiden haben ihre Ergebnisse relativ unabhängig voneinander veröffentlicht. Wie das dann so oft läuft, hat man im Westen lange Zeit das einfach nur das Theorem von Cook genannt. Irgendwann wurde mal klar, dass es da so ein paralleles Paper gibt von Leonid Levin, und dann hat man inzwischen von Cook und Levin gesprochen. Und die Aussage ist, hier steht sie, dieses Problem SAT, mit dem wir uns letzten Dienstag ausführlich schon beschäftigt haben, nämlich die Frage nach der Erfüllbarkeit einer Boolschen Formel in konjunktiver Normalform. Dieses Problem ist NP-vollständig. Also, wenn es einen Algorithmus für SAT in P gäbe, dann wäre P gleich NP. So sahen die beiden aus, als sie noch jünger waren. Inzwischen sehen sie so aus. Und hier steht jetzt auch in etwa, was wir versuchen werden zu realisieren. Wie zeigt man das denn, dass alle Probleme in NP abbildbar sind auf ein Problem in NP? Das ist ein bisschen so wie bei dem Satz von Rice mit den nicht-trivialen semantischen Aussagen. Wir wissen ja, wir können quasi keine konkreten Eigenschaften von einer bestimmten Sprache benutzen, um irgendwie einen Beweis zu konstruieren darüber, dass man dieses Problem abbilden kann auf ein bestimmtes Problem in NP, auf SAT. Sondern die einzige Eigenschaft, die wir zur Verfügung haben für diese ganzen anderen Sprachen, ist nur die Charakterisierung, dass sie in NP liegen. Das heißt, es gibt eine nicht-deterministische Turing-Maschine, welche sie in polynomialer Zeit entscheidet. Punkt. Das bedeutet, es gibt so einen Lauf von der Turing-Maschine, der nach polynomialer Zeit endet. Oder, äquivalent dazu, wie wir gerade eben festgestellt haben, es gibt ein Zertifikat von polynomialer Länge, welches den Lauf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine beschreibt, welches wir in polynomialer Zeit verifizieren können. Und dieses Zertifikat, das besteht aus der Beschreibung dieses Pfades der Turing-Maschine, der nicht-deterministischen Turing-Maschine, welches die Rechnung durchführt, und es hat polynomielle Länge. Das heißt, unsere Aufgabe für den Beweis muss darin bestehen, dass wir sagen können, wir können eine boolsche Formel aufschreiben, so dass diese Formel die Verifikation eines Zertifikats für den Lauf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit beschreibt. Und zwar mit genau dieser Homomorphismus-Eigenschaft von einer Polynomialzeitreduktion, nämlich dass diese Beschreibung des Zertifikats bedeutet, wenn das Zertifikat korrekt ist, dann wird unsere boolsche Formel zu valid auswerten, zu true, und wenn das Zertifikat falsch ist, dann wird unsere boolsche Formel zu falsch auswerten, und zwar in polynomialer Zeit. Und das werden wir jetzt heute machen. Für den kompletten Rest der Vorlesung diesen Beweis zu führen, dann sind wir fertig. Und dann haben wir unser NP-vollständiges Problem. Und dann haben wir endlich die Lizenz, lauter andere NP-vollständige Probleme zu finden. Damit dürfen Sie sich dann nächsten Dienstag beschäftigen. Die sind dann alle sehr viel greifbarere Beispiele. SAT ist ein sehr technisches Problem. Viele andere von diesen NP-vollständigen Problemen, so wie Traveling Salesman, Knappsack und so weiter, sind alle viel greifbarer irgendwie. Okay. Ein paar Erinnerungen darüber, wie wir diesen Beweis jetzt führen werden. Zunächst mal habe ich gesagt, wir brauchen für eine Polynomialzeitreduktion immer erstmal, oder um zeigen zu können, dass ein Problem NP vollständig ist, müssen wir erst zeigen, dass es in NP liegt, und dann müssen wir zeigen, dass alle Sprachen in NP auf dieses Problem reduzierbar sind. Diesen ersten Schritt haben wir aber schon gemacht. Das war am Dienstag. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen, dass wir CNF-Formeln, also konjunktive Normalformen, Boolsche Formeln in linearer Zeit sogar verifizieren können. Denn wenn ich Ihnen eine Belegung gebe der Formel, also wenn ich Belegungen der Variablen in der Formel gebe,
dann können Sie durch die, ganz kurze Erinnerung, was sind diese CNF-Formeln? Das sind konjunktive Verbindungen von disjunktiven Klauseln. Also das sind immer Klammern von Oder-Ausdrücken, die mit und verbunden sind. Und in jedem dieser Oder-Ausdrücke sind einzelne sogenannte Terminale drin. Das sind entweder Variablen oder ihre Verneinungen. Und wenn ich jetzt für all diese Variablen eine Belegung habe, dann kann ich durch diese Formel durchgehen, von links nach rechts, und in jeder Klausel einmal checken, ob da mindestens ein Terminal drin steht, das zu wahr auswerte. Dann ist nämlich die Klausel wahr. Und dann kann ich quasi vorwärts durch diese konjunktiven verknüpften Klauseln durchgehen. Und wenn ich irgendwo eine Klausel finde, die nicht zu wahr auswertet, dann weiß ich, dass das Ganze falsch ist. Und umgekehrt. Ja, wenn ich bis zum Ende durchkomme und alle immer zu wahr auswerten, dann bin ich fertig und muss nicht wieder zurückgehen. Also lineare Zeit, verifizierbar. Und damit sind wir klar in NP. Jetzt brauchen wir noch, um zu zeigen, dass es NP vollständig ist, einen Beweis, der sagt, gib mir eine beliebige Sprache, die in NP liegt, dann baue ich eine Polynomialzeitreduktion auf SAT. Das heißt, wir wissen von unserem L, dass es eine nicht deterministische polynomialzeitbeschränkte Turing-Maschine gibt, die L entscheidet, erkennt. Ja? Das heißt, es gibt ein Polynom, wir nennen das P, es wird jetzt überall auftauchen, das die Zahl der Rechenschritte von M beschränkt. Und hier steht es nicht deterministisch, die Maschine agiert nicht deterministisch und wir müssen einen Pfad durch ihren Berechnungsbaum verifizieren, der zu einem akzeptierenden Zustand angeblich führen soll. Das ist die Aufgabe des Verifizierers. Was hat ist, habe ich gerade nochmal gesagt, brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Und wir brauchen jetzt also diese Abbildung, die unsere Sprache L auf eine boolsche Formel in konjunktiver Normalform durchführt. Und dann wird ein wichtiger Teil unserer Aufgabe sein, immer darauf zu achten, dass diese Formel, die wir da konstruieren, von polynomieller Länge ist, damit sie also weiter in polynomieller Zeit verifizierbar bleibt. Das heißt, die Aufgabe reduziert sich darauf, im Prinzip ein Computerprogramm zu schreiben, das den Lauf einer nicht deterministischen Turing-Maschine beschreibt, aber in boolschen Formeln, von konjunktiver Normalform, von polynomieller Länge. Nicht in While oder in irgendeiner anderen Programmiersprache, sondern eben in boolschen Formeln in konjunktiver Normalform. Sie erinnern sich an, als ich gezeigt habe, dass While Turing-äquivalent ist, da habe ich ein While-Programm stehen gehabt, das eine Turing-Maschine simuliert auf der Formel. In etwa das werden wir jetzt auch machen, aber eben mit boolschen Formeln in konjunktiver Normalform. Deswegen wird es leider nicht ganz so lesbar sein wie das While-Programm, weil Sie sich natürlich irgendwie an While-Programme vielleicht etwas mehr gewöhnt haben als an boolsche Formeln. Okay, so, wie machen wir das? So, zur Erinnerung, hier ist unsere Turing-Maschine nochmal, die nicht-deterministische Turing-Maschine. Warum eine nicht-deterministische Turing-Maschine? Denn wir müssen ja, weil wir ja deren Lauf verifizieren müssen. Das heißt, wir müssen gucken, ob das, was wir da erzählt bekommen für den Pfad durch den Berechnungsbaum der nicht-deterministischen Turing-Maschine, ob das der Definition einer nicht-deterministischen Turing-Maschine genügt. Diese Slide haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesehen. Trotzdem, kurz zur Erinnerung, wir nähern uns ja der Klausur, können wir auch mal kurz Luft holen. Was ist eine nicht-deterministische Turing-Maschine? Es ist ein 7-Tupel aus all diesen Objekten da oben, Zuständen, endlich vielen. Das endlich wird hier wichtig werden für unsere Polynomialzeitbetrachtung. Eingabe- und Bandalphabet, wobei Eingabealphabet Teilmenge von Bandalphabet ist. Auch das Bandalphabet ist endlich. Das heißt, wir werden die Größe des Bandalphabetes als eine Konstante betrachten und wir werden auch die Anzahl der Zustände als eine Konstante betrachten. Sie hat eine Übergangsfunktion. Diese Übergangsfunktion ist eine Tabelle, die für Kombinationen von das, was gerade unter dem Lesekopf steht als Symbol, also einem Element aus Gamma, und dem aktuellen Zustand Q, für eine nicht-deterministische Turing-Maschine abbildet in eine Teilmenge der Potenzmenge über den über Zustand, Bandalphabet und Schritt der Turing-Maschine. Das heißt, sie gibt mehrere Möglichkeiten vor dafür, was die Maschine hier lokal auf Band schreiben könnte, in welchen Zustand sie übergehen könnte und ob sie nach links oder rechts fährt mit dem Lesekopf. Entscheidend ist, dass die Zahl der Einträge, die hier drin steht, endlich ist und hier eine endliche Liste steht an Dingen, die als nächste passieren könnten.
Und dann hat sie drei besondere Zustände, nämlich einen Startzustand, einen akzeptierenden Zustand und einen verwerfenden Zustand. Und für unseren Beweis gehen wir zunächst mal, also wissen wir nach der Definition der Berechnung der Turing-Maschine, dass sie am Anfang immer im Startzustand anfängt, mit der Eingabe auf dem Band. Und wir wissen, dass unsere Maschine nach unserer Definition so funktioniert, dass wenn sie irgendwann in den verwerfenden oder akzeptierenden Zustand übergeht, dass sie dann stehen bleibt. Wir werden uns da nachher für unsere Notation das Leben ein bisschen einfach machen und sagen, wenn sie stehen bleibt, dann bleibt sie einfach in diesem Zustand für alle weiteren Zeitschritte. Denn wir werden uns nachher mit einer endlichen, polynomial langen Berechnung beschäftigen, wo einzelne Pfade länger oder kürzer sein können, aber keiner länger wird als eine bestimmte obere Schranke von polynomialer Länge. Das heißt, wenn wir irgendwann in diesen einen der beiden haltenden Zustände übergehen, dann nehmen wir davon aus, dass die Maschine danach einfach nichts mehr macht, sondern einfach da drin weiter stehen bleibt. Okay, so, jetzt kommt die Vorbereitung für unseren Beweis. Diesen Prozess werden wir jetzt übersetzen, und das, was hier steht, die Definition dieser Maschine, was natürlich hier noch fehlt, ist die Definition ihrer Berechnung. Da habe ich die Slide nicht nochmal kopiert, aber Sie wissen, was passiert. Wir fangen an mit der Maschine im Startzustand Q0, auf dem Band steht die Eingabe, danach fängt sie an, Schritte zu machen und jeder einzelne dieser Schritte genügt der Definition dieser Übergangsfunktion. Das heißt, er verändert immer genau eine Stelle auf dem Band. Und dann fährt der Kopf nach links oder nach rechts und alles andere bleibt gleich. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, damit es eine valide Berechnung ist, muss die Maschine in den akzeptierenden Zustand übergehen und dann da drin stehen bleiben. Übrigens werden wir davon ausgehen, das macht nämlich die Notation einfacher, dass unser Band links und rechts unbeschränkt ist. Sie erinnern sich, in der ersten Definition der Turing-Maschine haben wir das Band nur nach einer Seite offen gemacht. Dann haben wir in der Berechenbarkeitstheorie festgestellt, dass das Band nach beiden Seiten zu öffnen die Mächtigkeit der Maschine nicht verändert. Das ist diese Story, dass die ganzen Zahlen gleichmächtig sind wie die natürlichen Zahlen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz überlegen, ob, wenn wir annehmen, dass die Turing-Maschine Bänder nach beide Richtungen unendlich lange Bänder hat, ob das ein Problem ist mit Polynomialzeitkomplexität. Ist es nicht. Vielleicht erinnern Sie sich, wir haben sogar ganz kurz darüber gesprochen in der ersten Vorlesung zur Komplexität, denn wir können diese Turing-Maschine mit zwei offenen Bändern übersetzen in eine Turing-Maschine mit einem offenen Band, also nach einer Richtung offen, die immer jeweils jede zweite Zelle benutzt. Ja, also all die geraden Zellen entsprechen den, sagen wir mal, linken Bandteil und alle ungeraden Zahlen dem rechten Bandteil. Dieses Hin- und Herfahren zwischen den beiden Enden des Bandes, den beiden Seiten des Bandes und übertragen auf diese geraden oder ungeraden Zahlen, die kann man in polynomialer Zeit realisieren. Ja, es dauert quadratisch lang, hin und her zu fahren und über Reihe zu schreiben. Deswegen ist das kein Problem. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Maschine nach links und rechts offenes Band hat und wir einen Algorithmus in polynomialer Zeit finden, dann ist es äquivalent dazu, eine Maschine zu haben, die ein Band hat, das nur in eine Richtung offen ist und damit auch einen Algorithmus in polynomialer Zeit zu finden. Okay. So, was wir jetzt also machen werden, ist zu beweisen, dass wir für unsere beliebige Sprache in L eine Reduktion in polynomialer Zeit finden können auf das SAT-Problem, von dem wir schon wissen, dass es selber in NP ist. Und damit haben wir dann gezeigt, dass SAT NP vollständig ist. Dazu können wir benutzen, dass wir ein Wort in L haben, genau dann, wenn es ein Pfad von polynomieller Länge, also polynomiell in der Länge des Wortes W, durch die nichtdeterministische Turing-Maschine M gibt, die auf der vorherigen Slide stand, der in dem akzeptierenden Zustand endet. Diesen Pfad zu finden, das ist das Zertifikat, das wir verifizieren wollen. Oder dieser Pfad, der gefunden wurde von einer nichtdeterministischen Turing-Maschine, das ist unser Zertifikat, das wir verifizieren wollen. Und wir werden jetzt, um dieses Zertifikat zu verifizieren, eine boolsche Formel konstruieren, oder genau genommen, wir werden einzelne boolsche Formeln für Teilschritte davon konstruieren und die dann miteinander verknüpfen, die genau dann zu wahr auswerten, wenn das Zertifikat wahr ist, korrekt ist, und zu falsch auswerten, wenn das Zertifikat kein Zertifikat ist, also entweder falsche Form hat oder einfach nicht stimmt.
zu einem was anderem führt als zum akzeptierenden Zustand. Und dabei müssen wir aufpassen, dass diese Formeln, die wir konstruieren, erstens müssen wir übrigens schauen, dass die alle in konjunktiver Normalform sind. Ich lade Sie ein, damit darauf zu achten, dass all diese Formeln, die ich da konstruieren werde, immer in konjunktiver Normalform sind. Und zweitens müssen wir checken, dass die Formeln, die wir dabei konstruieren, immer von polynomialer Länge sind. Was ich machen werde, ist ein Beweis, der so im Schöning steht. Das Ganze ist sehr konkret, deswegen muss man es von irgendwo mehr oder weniger abschreiben. Das Originalpaper von Cook und Levin ist ein bisschen zu technisch. Der Schöning hat es schon ganz toll aufgeräumt. Bevor ich das mache, sind alle dabei. Macht der Beweisplan bis hierhin Sinn? Einzelne Leute nicken. Ich glaube Ihnen, dass Sie vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie man eine Turing-Maschine als boolesche Formel darstellt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Aber ist Ihnen im Groben und Ganzen klar, was wir versuchen zu tun? Wir werden eine Formel hinschreiben, eine boolesche Formel, die den Satz, das hier ist der korrekte Lauf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine, der zu einem akzeptierenden Zustand führt in der Sprache L, in polynomialer Zeit, den werden wir übersetzen in eine boolesche Formel. Eine Sache mache ich noch vor der Pause, die ein erstes Gefühl dafür gibt, wie dieser ganze Ablauf nachher, wie dieser ganze Beweis aussehen wird. Nämlich, ich baue eine erste Hilfsformel, die uns weiterbringen wird. Zunächst mal, warum brauchen wir die? Bevor ich Ihnen die Slide zeige. Wir werden jetzt lauter so Sätze machen müssen, die die Aussage genau ein enthalten werden. Sowas wie, was ist ein Beispiel? Lassen Sie mich kurz einmal vorgreifen. Wir brauchen sowas wie wir wollen auch sowas wie, zu jedem Zeitpunkt ist die Turing-Maschine in genau einem Zustand. Zu jedem Zeitpunkt hat sie den Lesekopf in genau einer Position. In jedem Zeitpunkt steht auf dem Band genau, in jeder Zelle genau ein Eintrag und nicht mehrere gleichzeitig und so weiter. Das heißt, wir brauchen eine Formel, die uns erlaubt, sowas wie, es existiert genau ein zu sagen. Und die gibt's. Und die ist von konjunktiver Normalform und sie ist von polynomialer Länge. Das sagt dieser Satz. Für jede natürliche Zahl gibt es eine konjunktive Normalform, boolesche Formel, die wir G nennen. Und dieses G werde ich dann auf den Slides nachher ganz viel benutzen. G für genau ein. Das ist die genau ein Formel. Die hat polynomielle Größe in M, nämlich quadratische Größe in M. Und hat die Variablen x1 bis xm, sodass sie die Eigenschaft hat, dass sie zu 1 auswertet, also zu wahr auswertet, genau dann, wenn es genau einen Index gibt von 1 bis m, der 1 ist und alle anderen 0 sind. Sprich, wenn da nur Nuller stehen, dann ist die Formel 0. Wenn mehr als eine 1 unter den x'en versteckt ist, dann ist die Formel auch 0. Und wenn genau eine 1 ist, dann ist die Formel 1. So, wie sieht diese Formel aus? Die muss man sich einfach hinschreiben, die sieht nämlich genau so aus. Was hier steht ist, und jetzt können Sie mal gucken, wie schnell Sie mit Ihren so Augen inzwischen boolesche Formeln lesen können, steckt, diese Formel ist eine Funktion von x1 bis xm und hier steht eine Disjunktion, also ein Oder über alle xi's. Dieser Teil der Formel wird 1, wenn mindestens eine der xi's eine 1 ist. Ja, der Teil ist einfach. Kurz checken, haben alle verfolgt? Ja, da oben wird genickt, dankeschön. Und danach kommt eine Konjunktion, ein Und, dann ein großer Satz an uns über alle möglichen Paare von Variablen. Also für J von 1 bis kurz vorm Ende und dann für L von J bis zum Ende. Das obere Dreieck von der Matrix steht, dass nicht xj und xl, also nicht beide gleichzeitig. Dieser Teil der Formel sagt, es gibt kein Paar von Variablen, die gleichzeitig an sind. Und damit haben wir gesagt, es gibt genau eins, das an ist. Ja? Es gibt mindestens eins, aber es gibt nicht zwei, deswegen genau eins. Zunächst mal ist Ihnen klar, dass diese Formel das Richtige sagt. Ja? Jetzt ist aber die Frage da drin, wenn Sie genau aufgepasst haben, ist das in konjunktiver Normalform? Moment mal, das sind doch diese. Okay, das hier vorne passt, das ist eine Klausel. Ja? Aber hier hinten, da stehen lauter uns und hier steht ja auch ein und. Ah, aber Sie erinnern sich, ne? Nicht xi, xj und xl ist das gleiche wie, hier unten steht es, x wie
XI oder nicht XL und nicht XJ oder XL. So, das ist die Verneinung von und. Und das hier unten ist offensichtlich eine CNF-Formel. Ja, das ist hier ein oder mit einer Klammer außenrum, also eine Klausel, verknüpft durch uns. Also haben wir uns jetzt überzeugt, erstens, die Formel sagt das Richtige. Zweitens, sie ist in konjunktiver Normalform. Auch klar? Und was jetzt noch bleibt, ist die letzte Frage, ja, wie lang ist die denn? Hat die polynomielle Länge, von der die da oben geclaimt wird, dieses m Quadrat? Kurz einmal zählen. Also hier ist eine einzige Klausel, die enthält n Literale. Ja? Also sie ist linear in m. Und hier, nachdem wir diese Auflösung hier machen, hier drin, durch diese Ersetzung, haben wir hier zwei Klauseln, also Länge 4. Und dann können wir hier zählen, wie viele von diesen Objekten von Länge 4 haben wir. Wir haben m minus 1 mal m minus j, also kleiner m, Terme. Und das bedeutet, wir haben sowas wie m plus 4 m Quadrat, O von m Quadrat, Terme. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, in polynomieller Länge den Satz, es existiert genau ein Index in der Variablenmenge, der 1 ist, zu übersetzen in eine Formel. Und diese Formel werden wir jetzt benutzen, nach der Pause, um dieses Zertifikat zu verifizieren. Die wird extrem hilfreich sein, denn sie abstrahiert dieses Problem, es existiert genau ein in der Boolesche Formel. Da brauchen wir dann nur noch drüber nachdenken, wie viele von diesen quadratisch langen Formeln wir einsetzen müssen. Und dann werden wir halt checken müssen, dass diese Formeln nur polynomiell oft verwendet werden. Aber das werden wir dann in dem Beweis machen. Ich hoffe, das hilft erstmal als Einstieg und dann machen wir die Pause. Heute können wir ja wieder 10 Minuten Pause machen. Ab jetzt. Okay, so, wir machen weiter. Wir haben diese Tabelle jetzt hier. Ich muss mir meine... kurzer Hinweis. Es gab eine Korrektur zu diesem letzten Slide während der Pause. Ich habe natürlich, während ich es vorgelesen habe, habe ich mich schon gefragt, ob ich da eigentlich einen Fehler gemacht habe. Natürlich ist die Verneinung von A und B nicht das, was da vorher stand, sondern es ist nicht A oder nicht B. Ja? Nicht A und B ist nicht A oder nicht B. Deswegen steht hier keine 4, sondern eine 2. Ändert aber nichts, ist immer noch ein Polynom. Ja? Aber natürlich trotzdem ein Fehler, jetzt ist es korrigiert. Ja, wir machen weiter. So, wir haben jetzt diesen Hilfssatz, der erlaubt uns, in einer Formel von polynomieller, genau genommen quadratischer Länge, in der Anzahl der Variablen, die reingehen, die logische Zusammenhang von genau eine davon ist wahr auszudrücken. Und den benutzen wir jetzt, um unser Zertifikat für den Lauf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine zu verifizieren. Was genau ist dieses Zertifikat? Das habe ich auf der nächsten Slide einmal untereinander aufgeschrieben. Sie erinnern sich, wir haben unsere nicht-deterministische Turing-Maschine, die heißt M, die hat eine Sprache und diese Sprache, wir wollen jetzt zeigen, dass ein Wort in dieser Sprache drin liegt. Dieses Wort hat Länge N. Ich werde Folgendes als das Zertifikat bezeichnen und ich hoffe, Sie stimmen mit mir überein, dass das tatsächlich eine im gewissen Sinne vollständige Beschreibung des korrekten Laufs der Turing-Maschine ist. Nämlich, erstens einen Satz an Randbedingungen, der sagt, dass zu jedem Zeitpunkt der Rechnung die Maschine in genau einem Zustand ist, den Lesekopf an genau einer Position hat und auf jeder Zelle des Bandes genau ein Buchstabe steht. Wobei das Leerzeichen auch ein Buchstabe ist. Sie ahnen schon, dass diese ganzen genau eins, das werden die Punkte sein, wo wir diese Formel G anwenden. Wir beschränken uns auch bei der Betrachtung auf einen polynomiell langen Teil des Bandes. Darüber hinaus machen wir keine Aussagen. Warum? Weil dieser Teil ausreicht, um die polynomielle Verifizierbarkeit zu validieren.
Denn wenn da irgendwas außerhalb von dem polynomiellen Teil des Bandes passieren würde, dann wäre das ja nicht mehr relevant für die Verifizierbarkeit in polynomieller Zeit. Insbesondere kann unsere Turing-Maschine, wenn wir den restlichen Teil, der da unten drunter steht, richtig schreiben, in polynomieller Zeit gar nicht rausfahren aus dem Teil des Bandes, auf dem diese Rechnung stattfinden soll, der polynomiell groß ist. Denn, Sie erinnern sich, ne? Time is upper bounded durch Space. Man kann in Zeit n nicht weiter fahren als n weit auf dem Band. Dann kommt als zweites der Anfangsteil der Rechnung. Im Anfang, zu Beginn der Rechnung, ist die Maschine im Startzustand, Q0. Der Lesekopf steht am Anfang des Bandes, also quasi bei der nullten Zelle. Und auf dem Band steht die Eingabe und der Rest sind alles Leerzeichen. Wobei der Rest dieser polynomiell große Teil des Bandes ist, nicht das komplette unendliche Band. Und dann haben wir Übergangsbedingungen, die sagen, für jeden der polynomiell vielen Zeitschritte von t nach t plus 1 macht die Maschine das, was die Übergangsfunktion sagt. Das heißt, sie ändert ihren Zustand, sie geht vom Zustand, den sie zum Zeitpunkt t hatte, über in einen Zustand zum Zeitpunkt t plus 1, der Teil der Menge an Zuständen ist, in die Maschine nach ihrer nicht-deterministischen Übergangsfunktion übergehen darf. Sie schreibt dazu das zugehörige Symbol auf das Band, das zu diesem Übergang gehört. Und außerdem fährt sie entweder nach links oder nach rechts. Y ist hier plus minus 1 für uns. Und ansonsten macht sie nichts. Sie verändert sonst nichts auf dem Band. Dieser letzte Teil ist entscheidend. Der sorgt nämlich für eine gewisse Lokalität der Rechnung. Es wird also nicht geschummelt. Die Maschine darf nicht irgendwas auf dem Band umschreiben in einem Bereich, wo der Lesekopf gar nicht ist. Und nach spätestens polynomial vielen Schritten geht sie über in den akzeptierenden Zustand und bleibt dann da drin für immer. Dieses bleibt da immer drin für immer, das können wir durch die Übergangsfunktion übrigens auch realisieren. Wir können einfach in der Übergangsfunktion einen extra Übergang einbauen, der sagt, wenn sie einmal in Q-Accept ist oder in Q-Reject, dann bleibt sie immer in Q-Accept oder in Q-Reject, geht nirgendwo anders mehr hin. Und was hier steht, ist im Prinzip eine etwas ausführlichere Beschreibung dessen, was auf den zugehörigen Folienslides für die Definition des Berechnungsprozesses, also für die Semantik der Turing-Maschine stand. Ja, genau das ist die Beschreibung eines Berechnungsvorgangs der Turing-Maschine. Und den müssen wir jetzt übersetzen von diesen Worten hier in Variablen, die dann als Terminale in eine boolesche Formel von konjunktiver Normalform von polynomieller Länge eingetragen werden. Und um das zu machen, müssen wir jetzt also erstmal einen endlichen Satz an Variablen definieren für unsere boolesche Formel. Und dieser Satz an Variablen, der sieht so aus. Wir haben drei verschiedene Variablensätze. Einen Satz für die Zustände zum Zeitpunkt t, einen Satz für die Position des Lesekopfes zum Zeitpunkt t und eine für das, was auf dem Band steht zum Zeitpunkt t. Wie viele brauchen wir davon? Für die Zustände brauchen wir zu jedem Zeitpunkt, und von den Zeitpunkten gibt es polynomiell viele, also von 0 bis p von n, eine Aussage über alle die Zustände, die die Maschine haben kann. Und davon wissen wir, dass wir endlich viele haben. Aber also genau genommen sollte da gar nicht z in den ganzen Zahlen stehen, sondern also z von 1 bis Größe von q, ja, für die Anzahl Zustände, die die Maschine hat. Aber im allgemeineren Fall vielleicht sogar so, weil wir brauchen ja nur endlich viele davon für unsere Formel. Es reicht, wenn wir da einfach nur sagen, die sind halt irgendwie abzählbare Menge. Und wir werden die so interpretieren, dass die genau dann 1 wird, wenn wir damit kodieren möchten, dass unsere Turing-Maschine, also wir werden die interpretieren als die Bedeutung, dass die Turing-Maschine zum Zeitpunkt t im Zustand z ist. Und Zustände gibt es endlich viele. Dann brauchen wir die für die Position. Da wollen wir sagen, dass die Maschine zum Zeitpunkt t den Schreibkopf an Position i hat.
Und Sie erinnern sich, wir haben gesagt, die Turing-Maschine hat ein Band, das nach beide Richtungen offen ist und das polynomielle Länge hat. Das heißt, wir interessieren uns für die Indizes von minus p von n bis plus p von n auf beiden Seiten. Und da schreiben wir eine 1 rein für diese Variable, wenn die Maschine zum Zeitpunkt t den Schreibkopf an Position i hat. Oder wir interpretieren das als die Aussage, dass die Maschine zum Zeitpunkt t an Punkt i steht mit ihrem Lesekopf. Und dann brauchen wir noch was für den Inhalt des Bandes. Da wollen wir ja sagen, dass zu jedem Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle auf dem Band ein bestimmtes Zeichen steht. Das heißt, wir brauchen drei Indizes. Zum Zeitpunkt t steht an der Stelle i auf dem Band das Symbol a. Und a stammt aus dem Bandalphabet, davon gibt es endlich viele. Und wie hier oben auch, wissen wir, dass sowohl die Zeitpunkte als auch die Punkte, wo wir anfahren, polynomiell beschränkt sind. Ehrlich gesagt, ja, vielleicht formuliere ich das einmal kurz um, dass das hier klarer wird. Das mit den ganzen Zahlen ist vielleicht doch ein bisschen verwirrend. Lassen Sie es mich so schreiben, hoffentlich kompiliert es richtig. So, macht es so mehr Sinn? Ich glaube, es funktioniert auch mit den ganzen Zahlen, weil wir nachher nur Aussagen über eine Teilmenge davon machen, aber so ist es vielleicht irgendwie klarer. So. Okay, und diese Variable benutzen wir jetzt, um das, was auf der letzten Slide stand, nämlich diese ganzen Bedingungen einmal zu realisieren. Sie erinnern sich, einmal kurz zurück, wir haben 4 von diesen Bedingungen, die wir beschreiben wollen. Randbedingungen, Anfangsbedingungen, Übergangsbedingungen, Erkennungsbedingungen. Und die übersetzen wir jetzt in 4 Teile einer Boolschen Formel. Und die steht hier oben. Die wird so aussehen, f. Und die hat genau 4 Teile, von denen wir einen Teil als 2 verschiedene Teile darstellen. Nämlich Randbedingungen, Anfangsbedingungen, Übergangsbedingungen 1 und 2 und Endbedingungen, Akzeptanzbedingungen am Ende. Die machen wir jetzt der Reihe nach. Wir fangen an mit den Randbedingungen. Sie erinnern sich, hier stehen nochmal die Randbedingungen kopiert von der zugehörigen Slide, von vor 2 Slides. Wir wollen sagen, dass wir wollen sicherstellen, dass unsere Turing-Maschine zu jedem Zeitpunkt t in genau einem Zustand ist, mit dem Lesekopf an genau einer Position und auf jedem Teil des Bandes genau ein Buchstabe steht. Und dazu verwenden wir unsere G-Funktion, die Genau-1-Funktion. Und dann steht hier, für alle Zeiten t von 1 bis p von n gilt, dass die Turing-Maschine in genau einem Zustand ist, das heißt, unter all den Zuständen von z1 bis z-Größe von q, gibt es zum Zeitpunkt t genau eine, die 1 ist und alle anderen müssen 0 sein. Sie darf nur in einem Zustand sein. Außerdem gilt auch, also und, für alle Positionen auf dem Band, die die Maschine nehmen könnte, hat sie genau eine zum Zeitpunkt t. Und von diesen Positionen gibt es von minus p bis plus p von n Positionen. Und außerdem gilt, dass für alle Positionen auf dem Band gilt, dass auf dieser Position auf dem Band genau ein Symbol aus dem Bandalphabet gedruckt ist und nicht mehrere Symbole aus dem Bandalphabet. Okay, erstens, wir wissen schon, dass diese Funktion g existiert und dass sie genau diese Genau-1-Eigenschaft abbildet. Das haben wir vor der Pause gemacht. Zweitens, wir können uns überzeugen erstmal, dass diese Formel hoffentlich genau das sagt, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, das war klar genug. Da haben einige Menschen genickt. Ich habe sie gesehen. Was jetzt noch zu zeigen bleibt, ist, dass diese Formel hier erstens in konjunktiver Normalform ist und zweitens, dass sie polynomielle Länge hat. Ist sie in konjunktiver Normalform? Naja, es sind lauter Und-Verknüpfungen und. Und wir wissen, dass in den Gs drin, dass die von konjunktiver Normalform sind. Also die Konjunktionsverknüpfung von konjunktiven Normalformformeln sind ja wieder konjunktive Normalformformeln. Und wie viele davon gibt es? Also wie lang ist dieser Ausdruck? Ist er polynomiell lang? Na, überlegen wir mal. Also hier vorne steht ein großes und von polynomieller Länge, also von p von n Länge.
Hier drin stehen die Aussagen über die Zustände, also hier die Zahl der Elemente hier drin ist die Größe des Zustandsraums der Turing-Maschine. Sie erinnern sich, der Zustandsraum ist endlich, also eine Konstante. Und auf der vorherigen Slide stand, dass diese Formel G, dass die quadratisch groß ist in der Länge, also in der Zahl der Variablen, die ihr gegeben wird. Das heißt, sie ist quadratisch groß in der Zustandsmenge der Turing-Maschine. Q Quadrat, Größe von Q Quadrat, das ist für uns eine Konstante. Ja, das ist also nur die Zahl der Zustände ist ja was Endliches, hat nichts mit der Länge der Eingabe zu tun. Das ist also eine Konstante. Das heißt, wir haben polynomiell viele Terme hier drin, also O von P von N Terme. Für die Positionen haben wir polynomiell viele, weil unser Band ist beschränkt nach links und rechts durch P von N. Das heißt, wir haben hier drin P von N Variablen, die in diese Formel G eingehen. Wir erinnern uns von der Slide davor, dass diese Formel daraus quadratisch viele Terme macht. Das heißt, wir haben Pn Quadrat viele Terme in unserer konjunktiven Normalform. Und sie steht innen drin in dieser Klammer, bei der davor ein Und-Produkt mit P von N vielen Termen steht. Das heißt, wir haben Pn Quadrat mal Pn, Pn hoch 3 Terme, polynomiell viele. Huh, Glück gehabt. Und was steht hier hinten? Hier ist wieder ein Produkt über polynomiell viele Terme. Aber da drin steht wieder so eine G-Funktion über Variablen von der Anzahl der Größe des Bandalphabets, die wir als Konstante betrachten. Das heißt, da steht sowas wie Größe vom Bandalphabet Quadrat viele Terme drin, also konstant viele Terme. Und davon haben wir polynomiell viele und da außenrum nochmal polynomiell viele, also quadratisch viele in P. Also ist das Ganze dominiert durch diesen Term hier in der Mitte. Der ist P, O von P von N hoch 3, also immer noch polynomiell. Okay, das war der erste Teil, die Randbedingungen. Frage? Ja, korrigiere ich gleich. So viele Indizes, dass es einem um die Ohren fliegen kann. So, dann machen wir es, wenn wir schon dabei sind, machen wir es gleich bei dem da hinten auch. So. So vielleicht, ja, einfacher, aber irgendwas ist, ach so, muss ich noch kurz mit Indizes fixen. So. Jetzt klarer? Gut. Okay, also entscheidend ist, konstant viele Terme hier, konstant viele Terme hier, polynomiell Quadrat viele Terme, außenrum nochmal ein Polynom, polynomiell lang. Damit haben wir sichergestellt, dass unsere, dass das quasi überhaupt erstmal nur sinnvolle Aussagen gemacht werden über den den aktuellen Zustand, die Konfiguration der Turing-Maschine, nicht den Zustand, die Konfiguration der Turing-Maschine zum Zeitpunkt T. Jetzt wollen wir die Anfangsbedingungen machen. Wir gehen von R zu A. Da steht drin, dass die, hier steht nochmal kopiert, die Turing-Maschine zu Beginn im Zustand Q0 sein soll, den Lesekopf am Startpunkt haben soll und auf dem Band die Eingabe stehen soll, ansonsten nur Leerzeichen. Hier wird es deutlich einfacher, hier brauchen wir kein genau 1 mehr, sondern wir können das direkt formulieren als Formel. Wir sollen sagen, zum Zeitpunkt 0 ist der Zustand Q0 an der Position, die Maschine ist zum Zeitpunkt 0 an Position 1, also am Anfang des Bandes. Wenn Sie das nicht mit 1 indizieren wollen, schreiben Sie eine 0 rein, auch egal. Und für alle Punkte auf dem Band von 1 bis zur Länge der Eingabe, also das sind n viele, steht an der j-ten Stelle, also an der hier, worüber dieses und läuft, zum Zeitpunkt 0, das Symbol j von der Eingabe w. Für alle anderen Teile, nämlich links von dem Anfang und rechts von der Eingabe, steht auf dem Band zum Zeitpunkt 0 nur ein Leerzeichen. Und wer auch immer es war, der mich am Dienstag gefragt hat, ob konjunktive Normalformformeln auch Klauseln enthalten dürfen, die von Länge 1, hier ist ein Beispiel
für so eine Formel, wo die Klauseln alle direkt aus Literalen bestehen. Also sind sie von Länge 1, ja. Ist, wenn wir das so definieren wollen, immer noch eine konjunktive Normalformformel. Okay, jetzt kommen wir zu der, das haben wir also sichergestellt, dass die Maschine richtig anfängt. Und jetzt kommen diese beiden Formeln hier, die Übergangsfunktionen, das ist der schwierige Teil. Hier wollen wir sagen, dass die Turing-Maschine zu jedem Paar Zeitschritt t, t plus 1, etwas tut, das durch die Übergangsfunktion definiert ist. Und es besteht aus zwei Teilen, U1, U2. U1 macht die ersten drei Punkte hiervon für die Veränderungen und U2 macht das sonst nichts. U1 sagt, sie verändert ihren Zustand, den Bandinhalt und die Position des Lesekopfes. Sie ändert den Zustand, sie schreibt an der Stelle, wo sie ist, etwas auf das Band und sie schiebt dann den Lesekopf nach links oder rechts und sonst nichts. Und außerdem macht sie an allen anderen Sachen auf dem Band nichts. Alles bleibt genauso wie vorher. Es wird nicht beschummelt, es wird nicht irgendwas anderes gemacht auf dem Band, obwohl die Turing-Maschine ihren Lesekopf woanders hat. Und das machen diese beiden Formeln. Hier steht, es verändert sich der Zustand. Das machen wir folgendermaßen. Es gilt für alle Zeitpunkte von 0 bis zum Ende unseres Polynoms, für die Laufzeit der Maschine, dass die Maschine zum Zeitpunkt t erstens im Zustand qt ist, der im Zertifikat steht, und den Lesekopf an Position it auf dem Zertifikat hat und auf dem Band anstelle it das Symbol at steht. Und danach, zum Zeitpunkt t plus 1, Sie sehen hier drüben stehen lauter t plus 1er, hat sie einen neuen Zustand, eine neue Position und ein neues Symbol auf dem Band. Und diesen neue Zustand, die neue Position und der neue Symbol auf dem Band, wenn es eine deterministische Turing-Maschine wäre, da gäbe es da genau eine Option dafür. Da es ja aber eine nicht-deterministische Turing-Maschine ist, die wir verifizieren, gibt es mehrere Möglichkeiten und diese mehreren Möglichkeiten sind durch ein Oder dargestellt. Und dieses Oder geht über alle möglichen Tripel von neuer Zustand, neues Symbol, neue Position, die definiert sind in der Übergangsfunktion unserer nicht-deterministischen Turing-Maschine. Und geht dann über zu dem neuen Zustand, neue Position, also y ist plus minus 1, links oder rechts, wir fahren nach links oder nach rechts, und beschreiben aufs Band dieses neue Symbol A'. Und jetzt sehen Sie, dass das hier nicht aussieht wie eine konjunktive Normalformformel, sondern da steht ein Oder und dann ein Und innen drin, also eine disjunktive Normalform, wenn Sie so wollen. Aber hier drin steht eine endliche Zahl, nämlich 3 solche Terme. Und wir haben uns am Dienstag überzeugt, dass das Umformen von disjunktive Normalform in konjunktive Normalform funktioniert und dabei die Länge der Formel exponentiell größer wird in der Zahl der Terme, die hier drin steht. Aber diese Zahl ist 3 und 2 hoch 3 ist immer noch eine endliche Zahl. Ja, also können wir hier draus auch wieder eine Formel in disjunktiver Normalform machen, die immer noch einfach eine konstante Größe hat. Entscheidend ist, dass hier davor ein Polynom steht. Das heißt, die ganze Formel ist von polynomieller Länge. Und hier drin ist wieder fein, das sind alles wieder konjunktive Normalformformeln mit den trivialen Klauseln von Länge 1. Darunter steht noch, dass alle anderen Terme auf dem Band, alle anderen Einträge auf dem Band sich nicht verändern. Hier steht also einfach zum Zeitpunkt t plus 1 steht an der Stelle j auf dem Band das, was zum Zeitpunkt t dort stand. Und wie viele Terme brauchen wir dafür, um das zu kodieren? Ja, wir müssen das sagen, dass das zu allen Zeitpunkten gilt und von diesen Zeitpunkten gibt es polynomiell viele. Und wir müssen auch sagen, dass das überall auf dem Band gilt und auf dem Band gibt es polynomiell viele Punkte, wo wir das machen könnten. Also insgesamt quadratisch viele in unserem Polynom P, also P von n Quadrat, viele Terme. Und das hier dominiert die Komplexität des Ganzen, also das hier oben ist linear in P, das hier ist quadratisch in P, also insgesamt brauchen wir O von
Pn Quadrat, viele Formeln. Und dann kommt noch der letzte Teil, wir wollen sagen, am Ende ist die Maschine fertig, das ist einfach. Wir sagen einfach, der Zustand der Maschine zum Zeitpunkt Pn, also am Ende der Rechnung, ist der akzeptierende Zustand. Wenn er das nicht ist, dann ist es kein Zertifikat, dann hat die Maschine nicht akzeptiert und ist damit nicht fertig. Okay, jetzt haben wir uns überzeugt, dass es möglich ist, den kompletten Lauf der Turing-Maschine zu verifizieren durch die Belegung von Variablen in einer konjunktiven Normalform, Boolschen Formel, von polynomieller Länge in n, in der Eingabegröße des Wortes zu unserer Sprache L. Und damit können wir den Beweis jetzt zu Ende führen und diese Konstruktion einmal zusammenfassen. Wir erinnern uns quasi daran, was passiert. Hier ist nochmal der ganze Beweis jetzt zusammengeführt. Wir haben die Annahme, dass es eine Sprache gibt, die in NP liegt. Das heißt, es gibt eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die eine Rechnung macht von polynomieller Länge und diese Rechnung akzeptiert. Diese Beschreibung der Rechnung, die könnte eine nicht-deterministische Turing-Maschine erzeugen und uns dann als Zertifikat liefern. Sie könnte sagen, hier ist mein Zertifikat, ist quasi wie bei Hänsel und Gretel, so die Brotkrumen, die ich hinter mir habe liegen lassen, während ich durch meine Rechnung durchgegangen bin. Die konnte ich aufschreiben, weil ich habe mir gemerkt, in welchem Zustand ich war. Ich habe ausgedruckt, in welchem Zustand ich war, was ich aufs Band geschrieben habe und wohin ich gefahren bin mit meinem Lesekopf. Und dieser Ausdruck, der ist von polynomieller Länge. Und dieser polynomielle Ausdruck, den übersetze ich jetzt in diese Boolsche Formel, die wir gerade konstruiert haben gemeinsam. Und wir haben uns gerade sehr explizit davon überzeugt, dass diese Formel von polynomieller Länge ist. Also sie ist höchstens kubisch länger als der Lauf der Maschine selbst. Ja? Also deswegen immer noch polynomiell lang. Dieses Konstruieren der Boolschen Formel, das ist unsere Polynomialzeit-Abbildungsreduktion. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie das tatsächlich machen können mit einer Turing-Maschine in polynomieller Zeit, weil wir haben die Formel ja gerade hingeschrieben. Also Sie könnten dann in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache ein Programm schreiben, das diese Boolsche Formel produziert, die wir gerade gemeinsam auf den Slides konstruiert haben. Und dann gilt, dass diese Formel, die wir da konstruiert haben, genau die richtige Eigenschaft hat. Das ist das Ende, machen wir es kurz zu Ende, das Ende unserer Polynomialzeitreduktion, nämlich folgendes. Angenommen, unser Zertifikat stimmt, dann ist der Lauf der Turing-Maschine entspricht der Belegung von Wahrheitswerten für unsere Boolsche Formel, welche die Formel zu wahr auswerten. Warum? Weil in jedem Teil dieses Fs, in jedem dieser Teilformeln hier, jeweils etwas zu wahr auswertet. Also es stimmen die Randbedingungen, es stimmt die Anfangsbedingungen, es stimmen beide Übergangsbedingungen und es gilt die Akzeptanzbedingung. Deswegen wertet die ganze Formel zu 1 aus. Umgekehrt, wenn es eine mögliche Lauf dieser nicht-deterministischen Turing-Maschine M gibt, der akzeptiert, dann ist unsere Formel auch erfüllbar. Ach, Quatsch, genau andersrum. Das, was ich gerade gesagt habe, ist genau das. Dann ist unsere Formel erfüllbar, das haben wir damit gezeigt. Umgekehrt, wenn unsere Formel F erfüllbar ist, dann gibt es eine Belegung der Variablen Zustand, Position und Band unserer Turing-Maschine, welche diese Formel zu 1 auswertet. Und diese Formel wird nur 1, wenn es einen Berechnungspfad gibt, der also unter der Interpretation dieser Variablen als Zustände, Bandinhalt und Position des Lesekopfes genau beschreibt, was unsere nicht-deterministische Turing-Maschine macht. Wir könnten ihr also quasi einfach folgen, wir könnten ihr einfach hinterherlaufen. Und wenn das so ist, dann haben wir damit einen Pfad gefunden, der diese nicht-deterministische Turing-Maschine zu einem akzeptierten Zustand führt, der also ihr Entscheidungsproblem zu wahr auswertet. Ja, das sagt, dieses Wort W liegt in der Sprache L. Und damit haben wir gezeigt, dass wir eine Polynomialzeitreduktion konstruiert haben von dieser beliebigen Sprache L, von der wir nichts weiter wissen, als dass sie durch diese Turing-Maschine M nicht deterministisch entschieden wird.
auf das Erfüllbarkeitsproblem von Boolschen konjunktiven Normalformformeln von polynomialer Länge. Und damit, dass SAT NP vollständig ist. Das ist der vielleicht wichtigste theoretische Beweis in der Komplexitätstheorie in den letzten 50 Jahren. Wir wissen jetzt aber, Moment, es gab eine Frage dazu. Okay, was haben wir jetzt also gerade gezeigt? Das hat so unglaublich lange gedauert, was haben wir jetzt eigentlich verstanden? Wir haben herausgefunden, dass es ein Problem in NP gibt, nämlich SAT, dass NP vollständig ist. Das bedeutet, dass alle Probleme in NP in polynomialer Zeit auf dieses Problem reduzierbar sind. Das bedeutet unter anderem, dass wenn wir jetzt unser Problem SAT auf andere Probleme in NP reduzieren können in polynomialer Zeit, dass wir dann damit auch gezeigt haben, dass diese anderen Probleme NP vollständig sind. Und wir haben das schon mit zwei Problemen gemacht am Dienstag. Wir haben nämlich gezeigt, dass wir SAT auf 3-SAT reduzieren können. Sie erinnern sich, 3-SAT ist das Satisfiability-Problem für konjunktive Normalformformeln, wo wir spezifisch annehmen, dass die Länge der Klauseln in der Formel beschränkt ist durch 3. Dass also wir nur Klauseln benutzen dürfen, die höchstens Länge 3 haben. Wir haben da den zugehörigen Beweis geführt. Das war ganz am Ende der Vorlesung. Was ich da übrigens so am Rande nicht ganz zu Ende geschafft habe zu erwähnen, ist, dass das tatsächlich für 3-Sat funktioniert und nicht für 2-Sat. Also wir können Sat nicht auf 2-Sat reduzieren. Wir können also die volle Mächtigkeit von den Satisfiability-Problemen nicht durch Klauseln von Länge 2 darstellen. Es stellt sich sogar heraus, dass 2-Sat in P ist. 2-Sat ist entscheidbar in P. Wenn Sie ein Gefühl dafür kriegen wollen, warum, dann schauen Sie nochmal den Beweis an für die Reduktion von Sat auf 3-Sat aus Dienstag und überzeugen Sie sich, dass der nicht funktioniert, denn die Formel, auf die wir reduzieren wollen, Klausel von Länge 2 höchstens haben darf. Sie sehen einfach direkt in dem Beweis, dass diese Konstruktion nicht funktioniert. Wir haben auch schon gezeigt, dass wir 3-Sat in polynomialer Zeit auf Clique reduzieren können. Also eigentlich haben wir gezeigt, dass wir Sat auf Clique reduzieren können. Allerdings können wir ja Sat auf 3-Sat umbauen und dann von 3-Sat auf Clique weitermachen. Sie erinnern sich an diesen Beweis, das war das mit diesem tripartiten Graphen mit Kanten dazwischen, immer dann, wenn Literale in verschiedenen Klauseln stehen und nicht sich gegenseitig ausschließende Variablen, Namen, Partner enthalten. Das heißt, damit haben wir schon gezeigt, dass 3-Sat und auch Clique, das Clique-Problem auf Graphen, NP-vollständige Probleme sind, weil wir jetzt ja gerade gesehen haben, dass SAT NP-vollständig ist. Und es stellt sich tatsächlich heraus, dass es da noch einige andere solche Probleme gibt. Die stammen von Richard Karp. Da gab es ein berühmtes Paper 1900, ich habe den Link nicht da, macht nichts, Sie sehen es am Dienstag nochmal, in dem er 21 solche Probleme listet, so dass SAT reduzierbar ist in polynomialer Zeit auf diese 20 anderen Probleme. Und das macht er entlang diesem Baum. Und am Dienstag wird Alfredo Cantarella mit Ihnen durch einige von denen durchgehen. Nicht alle 21, aber ein paar spannende. Wenn Sie Hunger auf konkrete Beispiele haben, da warten Sie alle auf Sie am Dienstag. Deswegen empfehle ich Ihnen, vorbeizukommen und hören Sie sich's an. Sie sehen schon, wenn Sie hier reinschauen, so manche werden Ihnen bekannt vorkommen, die Sie bestimmt schon mal gehört haben. Knappsack, und so weiter und so weiter. Ja? Traveling Salesman und Integer Programming und verschiedene andere. Und es ist tatsächlich sogar interessant, dass sich herausstellt, dass man fast das Gefühl hat, dass quasi alle Probleme, die man sich so anschaut, könnte man zumindest den Eindruck kriegen, entweder in P liegen oder gleich NP vollständig sind. Fast alle Probleme, die man kennt in NP,
sind auch hier drin in dieser Hierarchie direkt miteinander. Es ist auch eine spannende Frage, ob es eigentlich überhaupt Probleme gibt, die in NP liegen, aber nicht NP-vollständig sind. Dazu hören Sie auch am Dienstag mehr. Mehr verrate ich Ihnen nicht, aber ne, vielleicht ein Grund, nochmal zu kommen. Das Letzte, was ich Ihnen sagen möchte vor dem Ende, ist, jetzt, wo wir dieses eine Ankerproblem haben, satt. Also vielleicht erstmal kurz, ja, ich verstehe, ich erahne schon, dass manche von Ihnen mir jetzt gleich wieder Feedback geben werden, dass das ein ganz schön trockenes Problem war. Verstehe ich. Ja? Ist ein wahrhaftig trockenes Problem, diese Satisfiability-Fragen. Aber sie sind eben extrem wichtig für unser Verständnis dieser Berechenbarkeitsprobleme, dieser Komplexitätsprobleme, weil sie den Anfangspunkt dieser Hierarchie bilden, dieser ganzen, Hierarchie ist auch das falsche Wort, den Anfangspunkt dieses Baums, ja, an Problemen bilden. Weil nämlich satt reduzierbar ist auf all die anderen. Und vielleicht ist es auch keine Überraschung, dass der Anfangspunkt dieser Berechnung, dass das so was sehr Technisches ist. Das war halt das erste Problem, wo es mal jemandem gelungen ist, in Ruhe diese Konstruktion zu machen. Denn Sie ahnen schon vielleicht, dass manche der Probleme, die hier hinten kommen, die sind so konkret, dass es nicht so offensichtlich ist, wie man den Lauf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine oder das Verifizieren des zugehörigen Zertifikats abbildet auf Färbbarkeit von Graphen oder Integer-Programming-Problemen und so weiter. Sondern es ist einfacher, erst sich auf so ein extrem technisches Problem zu reduzieren und dann von diesem Problem aus weiterzugehen zu den konkreteren, greifbareren Beispielen. Trotzdem gilt aber natürlich wegen der Polynomialzeitreduzierbarkeit, dass auch all diese Probleme, die hier hinten stehen, benutzt werden können, um in polynomialer Zeit laufende nicht-deterministische Turing-Maschinen zu verifizieren. Auch wenn es vielleicht gar nicht so offensichtlich so aussieht. Nämlich direkt durch den Umweg über SAT. Für diejenigen von Ihnen, die in der P versus NP-Vorlesung irgendwas Sinnvolles gefunden haben, möchte ich jetzt noch einmal kurz den Verweis darauf machen, dass in diesem Satz von Cook und Levin, diesem Beweis, dass SAT NP vollständig ist, auch noch was ganz Interessantes drin versteckt ist, dass ein ziemlich subtiler Aspekt dieses Beweises ist, der durchaus sehr spannend ist, falls Sie noch weiter darüber nachdenken möchten, warum eigentlich P ungleich NP so schwer zu zeigen ist. In dieser Vorlesung habe ich, und das ist wie gesagt nur eine Randbemerkung, falls es Ihnen zu technisch ist, vergessen Sie es, wir sind gleich fertig, letzte Slide. In dieser Vorlesung am letzten Dienstag, war es letzten Dienstag? Ich glaube letzten Dienstag, nee, letzten Donnerstag, als ich über P und NP gesprochen habe, da habe ich dieses Problem mit den Orakeln eingeführt. Sie erinnern sich, dass wir möchten gerne, der erste naive Ansatz, wenn man versuchen möchte zu zeigen, dass P ungleich NP ist, ist zu sagen, naja, ich mache das genauso wie bei der Berechenbarkeit. Ich mache einen Diagonalisierungsbeweis. Ich schreibe eine Tabelle auf und da schreibe ich alle Turing-Maschinen in die Zeilen oder die Spalten jeweils und all deren Eingaben und ich nehme alle Turing-Maschinen, die in polynomialer Zeit laufen. Ich mache die Annahme, dass ich diese Menge an Turing-Maschinen, die polynomiell lange laufen, aufzählen kann, denn ich kann sie ja aufzählen, das ist mit Sicherheit eine Annahme, die funktioniert. Und dann gehe ich die durch die Diagonale von dieser Tabelle durch und drehe jeweils die Ausgaben um und zeige dann, dass diese Maschine, die dazu da gehört, die dieses Problem löst, dass die nicht in polynomialer Zeit laufen kann. Das ist ein Widerspruch. Sie also nicht drin liegt in P und damit könnte ich irgendwie zeigen, dass P ungleich NP ist. Und das Problem, das dann auftaucht, ist, dass wir damit ein Beweissystem benutzen, das im Prinzip nur zwei Annahmen macht, nämlich diese Aufzählbarkeit von Turing-Maschinen und das Umdrehen ihrer Ausgabe. Und dass man dann quasi einen Umweg bauen kann, dass man sich aus dem befreien kann, indem man, oder dass diese Aussage eben nicht ausreicht, um genau zu beschreiben, was die Turing-Maschine macht, weil sie eben nur diese sehr abstrakte Aufzählbarkeit der Menge benutzt und nichts darüber aussagt, wie die Turing-Maschine intern funktioniert. Und es eröffnet einen Ausweg für einen Widerspruch zu diesem Beweis, nämlich zu sagen, die Turing-Maschine könnte ja Zugriff haben auf eine magische Liste an Informationen und die heißt Orakel. Und dann hatten wir da diesen interessanten Satz, dieses komplizierte Paper, dass es nämlich Orakel gibt, Orakel sind selber Sprachen, die man zu Beginn wählt,
also die von außen quasi vorgegeben werden und dann nicht während der Rechenzeit sich verändern, sondern einmal vorneweg vorgegeben werden, dass es Orakel gibt, so dass p gleich np ist und auch Orakel, so dass p ungleich np ist. Dass also diese Aussage, der Diagonalisierungsbeweis, relativ ist zu dem Orakel und deswegen sagt man, dass das Problem relativiert durch die Existenz von Orakeln. Wenn Sie den Aroha und Barak dazu lesen, dann benutzen, haben die da diesen schönen Satz drin, den ich hier in blau reingeschrieben habe, der also darüber nachdenkt, warum das ein Problem ist, und er sagt, ja, das Problem mit dieser Relativierung ist, man möchte eigentlich, das Gefühl, das man dabei kriegt, ist, dass das so ähnlich ist wie bei der Kontinuumshypothese in der Mengenlehre. Da gibt es halt einfach noch ein Axiom, das wir noch brauchen, um das Ganze entscheidbar zu machen. Wir müssen irgendwie entscheiden, welche Orakel erlaubt sind und welche nicht. Das Problem ist nur, dass es ja überabzählbar viele Orakel gibt. Das heißt, weil Orakel sind selber Sprachen, und es sich komisch anfühlt, ein Orakel rauszugreifen und zu sagen, das ist das richtige Orakel, das ist das, was wir benutzen wollen, aus einer überabzählbar großen Menge. Wir hätten gern was Abstrakteres, wir hätten gern ein weiteres Axiom, welches aus der Menge, die Menge der Orakel irgendwie aufteilt und sagt, es gibt welche, die zugelassen sind und welche, die nicht zugelassen sind. Und dann können wir darüber nachdenken, ob die uns diese Entscheidung P gleich NP klar machen oder nicht. Und tatsächlich gibt es ein Paper, das unter anderem von Aroha geschrieben wurde, das zeigt, dass ein solches weiteres Orakel helfen kann und dass ein solches weiteres Axiom über die Möglichkeit von die Zulässigkeit von Orakeln helfen kann und dass dieses Axiom im Prinzip versteckt ist in genau diesem Theorem von Cook und Levin, das wir gerade miteinander durchgegangen sind. Dass nämlich kodiert ist in dieser Formel U1, U2, die wir da gemeinsam hingeschrieben haben, die sagt, zu jedem Zeitpunkt der Rechnung macht die Turing-Maschine nur etwas Lokales. Sie verändert eine konstante Zahl an Einträgen auf dem Band. In unserem Beispiel war es genau ein Eintrag auf dem Band. Im allgemeineren Fall könnten Sie sich die Turing-Maschine mit endlich vielen Bändern vorstellen. Und dann würde die auf diesen Bändern eine konstante Zahl an Einträgen verändern. Und überall sonst auf dem Band macht sie nichts. Und diese Form von Lokalität, die ist die Vermutung, dass sie dazu führen wird, oder das ist also Aroras Argument, dass das genaue Argument dazu können Sie in seinem Paper nachlesen. Ah, ich wollte den Link noch reinmachen, aber Sie finden jetzt in der Vorlesung von letztem Donnerstag den Link dazu. Die vielleicht dabei helfen wird, diese Frage von P und NP besser greifbar zu machen, weil sie nämlich wahrscheinlich was darüber sagen wird, dass alle realistischen Berechnungen von Computern immer etwas, so eine Konstanz pro Zeitschritt haben. Pro Zeitschritt passiert nur konstant viele Dinge. Das nennen sie Lokalität. Und das hoffentlich dabei helfen wird, diese Relativierung zu klären. Wenn Sie da weiter drüber nachdenken wollen, lesen Sie mal das zugehörige Paper, das ich Ihnen auch verlinkt habe in der zugehörigen Slide auf der anderen Vorlesung. Damit sind wir für heute am Ende. Wir haben jetzt das vielleicht zentralste Theorem der Komplexitätstheorie abgedeckt, indem wir identifiziert haben, dass es ein Problem in NP gibt, sodass alle Probleme aus NP auf dieses Problem in polynomialer Zeit reduzierbar sind. Dass es also ein NP-vollständiges Problem ist und dieses Problem heißt SAT. Das bedeutet erstens, alle anderen Probleme, die die Eigenschaft haben, dass wir SAT in polynomialer Zeit auf sie reduzieren können, sind auch NP-vollständig. Zwei davon haben wir schon kennengelernt, noch mehr werden Sie nächsten Dienstag kennenlernen. Das heißt auch, dass dieses Problem in gewissem Sinne besonders schwer ist, nämlich insbesondere, wenn Sie einen Algorithmus finden können, der in polynomialer Zeit SAT entscheidet, oder Clique, oder Dreisat. Dann haben sie gezeigt, dass P gleich NP ist und haben mal instantan $1 Million gewonnen als Millennium-Problem. Genau genommen haben sie wahrscheinlich $7 Million gewonnen, weil sie damit nämlich auch alle anderen Millennium-Probleme gelöst haben, wenn sie das schaffen würden. Umgekehrt, falls sie zeigen könnten, dass es für dieses Problem SAT keinen Algorithmus in polynomialer Zeit geben kann, dann hätten sie nur $1 Million gewonnen, aber immerhin hätten sie gezeigt, dass P ungleich NP ist. Das war's für heute. Ab jetzt räumen wir noch ein bisschen auf in der Vorlesung. Nächsten Dienstag hören Sie von all den anderen Problemen. Dankeschön.